Ja. So. Von Top Ranger wird meist selbstständiges Danken, Erdenken und Handeln erwartet. In anderen Worten, ein Top Ranger ist sein eigener Chef. Der Präzisionsfangkopf wurde für den besonders anspruchsvollen Gebrauch durch Top Ranger entwickelt. Durch seine widerstandsfähige Gestaltung ist seine Funktionsfähigkeit auch bei extremen Temperaturen gewährleistet. Nice. Die Hauptaufgabe von uns Wissenschaftlern ist die Entwicklung neuer Fangkopfs. Professor Hastings ist ziemlich ungeduldig, manchmal sogar vorschnell. Aber wenn er mit dem Nachdenken anfängt, ist es, als ob er zu einem anderen Menschen wird. Wieso? Denkt er dann so grottig schlecht, dass seine Überlegungen nichts mehr wert sind? Hey, die Tür ist anscheinend abgeschlossen. Okay, dann lasst mich halt nicht da rein. Da ist reichlich aberwitziger Müll, der gar keinen Sinn ergibt. Er dient offenbar als Ambiente. Das ist der Aufbewahrungsraum. Genau genommen wird er vom Personal primär als Aufenthaltsraum in den Pausen verwendet. Ja, so muss man das auch mal sehen. Verdammte Rechtsklick. Ich weiß nicht, wie ich da immer dran komme. Die Techniker hier können als Top Ranger angesehen werden. Sie neigen allerdings ein wenig zu übermäßigen Geschnatterer. Also gut, zeigt mal eure Manieren. Stellt euch bitte vor. Hi, ich bin Linda. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich zu viel schnattere, aber der richtige stille Typ bin ich wohl auch nicht wirklich. Tja, Markus ist der Name. Müsst ihr euch aber nicht merken. Ich meine, ist ja nicht so, dass ihr euch noch nicht genug einprägen müsstet. Hallo zusammen, ich bin Rödmir. Ich bin noch nicht lange hier, weil ich vor einem Jahr noch auf der Schule war und... Wartet mal, ihr zwei, ihr seid doch Seth und Bodo. Was macht ihr beiden denn hier? Entschuldige, dass wir nichts gesagt haben, aber es ist tatsächlich kein Zufall, dass ihr alle drei hier seid. Fräulein May von der Ranger-Schule hat uns von euch erzählt. Ihr habt auf dem Platz des Aufstieges geschworen, eure Träume wahrzumachen. Und dass ihr alle drei an ihnen festgehalten habt, hat euch schließlich hierher gebracht. Eins noch, Top Ranger haben das Recht, sich selbst Missionen zu erteilen. Vertraut auf eure Erfahrungen, glaubt an eure Insigne und wisst, wem ihr helft. Ihr seid für eure Handlungen selbst verantwortlich. Top Ranger müssen sich vor keinem Anführer verantworten. Ihr solltet jedoch niemals zögern, Ältere um ihren Rat zu fragen. Besagt, ältere Top Ranger sind momentan allerdings allesamt in Einsatz. Sie stellen überall Untersuchungen an, um das Geheimnis des Schwarzsteins zu lüften. Ah, wo wir gerade von älteren Top Rangern sprechen. Hier ist ein Anruf von Saiwa. Saiwa, du bist im Chroma Hochland, oder? Bitte bestätigen. Das siehst du richtig. Hey, ist das Linda? Wäre echt nett, wenn du der Vorsitzenden gerne etwas von mir ausrichten könntest. Hier wimmelt es nur so von Nachtschattenschergen. Das hält mich ziemlich auf. Ich wollte Gerda bitten, mir ein oder zwei jungen Ranger zu schicken, die mir dabei helfen, mit diesem Sindel fertig zu werden. Verstanden. Vorsitzende Gerda, du hast das Gespräch ja mitgehört. Darum wollte ich dich Silver jedenfalls bitten. Cyber. Mann, Silver, Cyber. Ich nenne ihn Cyber. Ist besser. Ein junger Ranger oder zwei, sagt er, dann soll er auch zwei haben. Seht und Bodo, warum nutzt ihr nicht diese Gelegenheit, Cyber kennenzulernen? Ihr unterstützt Cyber bei diesem Einsatz, diese Mission erteile ich euch hiermit. Ich hoffe, als Top Ranger ist dies keine zu kleine Herausforderung für euch. Niemals. Let's go. Cyber ist in den Chroma-Ruinen, die im Chroma-Hochland liegen. Ihr gelangt dorthin, indem ihr vom Altru-Park aus ostwärts reist. Cyber ist Hinweisen auf die dunklen Steine aus den Kogniga-Arschienen gefolgt. Er ist ein Draufgänger und zuweilen ein wenig unkonventionell. Außerdem ist er ein exzellenter Ranger. Da hoffe ich doch, dass wenigstens bei so vielen schlechten Sachen eine gute dabei ist. So. Gut. Altru-Park und dann östlich. War das? Okay. Es beginnt wieder das Gelaufen. Seht, Bodo! Ja? Ich habe ganz vergessen, euch noch etwas wirklich Wichtiges mitzuteilen. Top Ranger können auf Gefangenen Star Raptor zu anderen Orten fliegen.
Cool. Endlich. Ihr könnt zu allen Orten fliegen, an denen ihr schon gewesen seid, auch wenn es nur einmal war. Klingt ein bisschen blöd, wenn man so etwas von sich selbst erzählt, aber ich werde der fliegende Ranger genannt. Das liegt daran, dass ich es so liebe, auf meinem Staraptor zu fliegen. Das sollte ich mir irgendwann zu Nutzen machen, aber nicht jetzt. Zu diesen Chromruinen kann ich jetzt auch alleine reisen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sind. Ich muss mal auf die Karte gucken. Habe ich hier eine Karte? Ich habe hier eine Karte da. Das sind die Wagnisklippen. Ja, ich bin richtig. Und schon sagen, wenn das wirklich die Dings sind, die Chromlampen, die Brodellampen da hinten. Okay, nee, ich habe nichts gesagt. Erstmal ein bisschen laufen, die Gegend ansehen, frische Luft schnappen, die wir hier schon ausgeatmet haben, und dann ab in den Altru-Park. Und der hat wieder einen Auftrag. Yay. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass Aufträge meistens die Widerstände erhöhen, damit die Gegner nicht mehr so viel Schaden verursachen? Ich meine, das hätte ich nicht erwähnt. Egal. Ich habe aber auf jeden Fall erwähnt, dass ich viel später machen werde. Ja. Ein Varti! Das haben wir noch nicht, oder? Nein, das haben wir noch nicht. Let's go! Obwohl ich nicht denke, dass es die Funcom-Fähigkeit aufladen kann, aber naja. Okay, das greife ich ganz schön langsam an. Dann let's go zu einem weiteren Fangversuch der Extraklasse. So, und jetzt passt auf. Und es kann nicht. Fang mit Ladung. Das gibt nämlich extra Punkte. Deswegen man das zumindest immer einen Kreis durchziehen sollte. Ein Galopper. Ja, nee. Okay, Bonita nur. Aber trotzdem. Ich kann auch mal gerne zeigen, dass das funktioniert. Dass es nicht gewirkt hat. Autsch. So. Damit habe ich jetzt einen Kreis voller Energie gemacht. Beziehungsweise mit der Poweraufladung. Und was? Okay. Dann halt nicht so, wie ich dachte. Schön, wenn die Träume zerstört worden sind, du blödes Blanas. Gut, dann machen wir das anders. Ja, nee, machen Schutzschild ist okay. Blättertanz, du Mistkrieg. Ja, nee. Spring doch nicht so umher. Ja, genau. Autsch. Ich bin so ungeduldig. So, jetzt nochmal. Nur mal fürs Protokoll. Ich habe viel Schaden gefressen. Ja, jetzt wurde es mitgenommen. Warum auch immer. Wer bist du denn jetzt? Schon wieder ein Planer? Nein, dich will ich jetzt nicht. Ich will eher dieses Giraffarik da unten. Komm her. Stampfattacke. Eigentlich klar. Aber diese Poweraufladung sollte man zumindest immer benutzen, um diesen Bonus zu kriegen. Ich meine, das gibt schließlich viel EP. Oh, dämliches Blanas. Lass mich bitte in Ruhe. Ich hab's ein bisschen eilig. Dankeschön.
Warum gehe ich nicht eigentlich mitten durch? Ich hätte doch hier den Baumstamm verbrennen können und Heimmogelbaum. Dreimal zerschneiden, okay, das hätte ich dann mit Bonita nicht schaffen können. Nein, nein, nein. Ich glaube, das Ziel beseitigen, zumindest bei diesem Baumstumpf, kann ich jetzt erstmal vergessen. Was gibt's hier bitte für Pokémon? Hallo? Dodri, Miltang, Tauros, ist ja wie in der Safari-Zone hier. Du gehörst mir. Ich will nur die einmal für den Dex-Eintrag fangen und dadurch, dass ich hier gerade nichts brauche, kann ich alle wieder ziehen. Sammeltank. Ah, dritte Arena-Leiterin in Gold, Silber und Kristall. Wie habe ich dieses Viech gehasst? Ich weiß noch damals, als ich eine LP dazu gemacht habe. Ein Race. Ach, das waren noch Zeiten. Was für ein unfucking Luck ich dann bei der Tyrobina hatte. Entweder sie oder ich. Und ich... ich weiß die Attacke aus und ja, das ist gut. Und du hörst jetzt augenblicklich auf mit deinem schäbigen Bohrschnabel. Ey, das ist mies. Ich bin gleich tot. Ich gebe zu, das Viech ist nicht von schlechten Eltern. Ja, toll, jetzt muss ich ja wieder vom letzten Speicherpunkt aus starten und der ist in der Ranger-Vereinigung. Auch hätte ich mal gespeichert. Bodo, warum hast du mir nicht geholfen, du Idiot? Okay. Da dieses Haus eigentlich eine gute Möglichkeit war, um ein Treffen zu veranstalten, sage ich euch jetzt, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, ich bin wieder hier. Hab wieder alle Pokémon gefangen und jetzt kommt wieder dieses Dodri dran. Komm her, du Mistviech. Diesmal muss ich aber besser aufpassen. Schon sagen. Das ist mit seiner Bohrschnabel einfach gut. Ich bin ehrlich gesagt die Linie auch viel schöner, wenn der Funkom aufgeladen ist. Das ist richtig mies, das Dodri. Richtig mies. Böse, böse. Ui, aus. Ohne Bonus, das war doch ein Fang mit... Ach, egal. Ich glaube hier das nicht so ganz. Hey, ein Speicherpunkt. Ach, bitte. Dankeschön. Ich habe jetzt Pause. Ein erfahrener Wachmann bewacht in der Zwischenzeit die Straße. Ja, so ein bisschen im Hintergrund, ne? Pikachu? Ich brauch dich. Pikachu, die Nummer 1 für mich. Ich weiß nicht, was war. Sieht aus, als hätte ich den Rand des Dingens hier berührt. Das war ein seltsames Versehen. Es tut mir leid. Aber naja. Ich habe halt die beste Ausrede. Ich spiele das Ganze auf PC, deswegen bin ich nicht so gut wie auch andere mit dem DS. Ihr Blöden,
Ihr könnt doch nicht Dunkelnebel hier machen. Jetzt haben wir so viel Dunkelnebel in die Gegend gepumpt, dass kein Eindringling besonders weit kommen wird. Ah, wer ist da? Ich kann eure Gesichter zwar nicht sehen, aber ich kann das hier machen. Pokémon losjagen, die euch sehen können. Tipp, tipp, tap und Eingabe. Er hackt auf die Tastatur wie ein Freak. Wenn man sich das mal so überlegt, Kramux war im ersten Teil noch ein Bosskampf. Du bist ja richtig mies. Ja, das war ein Fail von der zweiten Aufladung. Egal. Fokussieren wir uns eigentlich wie immer erstmal nur auf eins. Nämlich, ihr wisst ja schon, beziehungsweise man kann sehen, welches ich in Augenschein nehme. Greifen erst an, wenn sie schwarz oben in der Luft sind, ey. Dann machen sie nur Pfützen. Au, nur Pfützen ist wohl, glaube ich, zu leicht, wenn ich gesagt habe, ich jetzt mal. Glaubst du, dass deine Pfützen dich noch retten können, du Mistviech? Komm her. Sehr schön. Na egal. Und Doppelfang. Sehr schön. Puh, mehr als 50 Kreise, Gruppenfang, 297 B und es reicht nicht. Verdammt. Ihr unsichtbaren Eindringlinge, damit kommt ihr nicht durch. Voicemail, ich bin es, Hastings. Wir erhalten abnormale Signale von einem Fangkommissar und Bodo. Was ist dabei los? Bodo hier, das Chroma-Hochland ist in einem Dunkelnebel gehüllt. Wir glauben, er ist die Ursache. Ich verstehe, es scheint, eure Fangkoms müssen mehr Leistung aufwenden, um ihre Signale durch den Dunkelnebel zu senden. Ich vermute, dass ihre Fangkom-Energie im Nebel sehr rasch abfallen wird. Achtet darauf, eure Fangkoms so oft wie möglich wieder aufzuladen. Willst du mich verarschen?